Willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2020, willkommen zurück auf Fast LP und willkommen zum großen Rennen in Aserbaidschan, in Baku. Und ich habe vor der Folge mal kurz auf den Wetterbericht geschaut und der sagte folgendes. Regen. Guten Tag und willkommen in Baku. Wenn Sie sich an 2017 zurückerinnern, fand hier eines der ereignisreichsten Rennen der modernen Formel-1-Geschichte statt. Mit Kontroversen und reichlich Theater rund um das Safety Car. Überholmanövern in letzter Sekunde und einem historischen Podiumsplatz für Williams und Lance Stroll. Finden wir also heraus, was uns dieses Jahr bevorsteht. Es ist Zeit für den großen Preis von Aserbaidschan. Hier auf dem Baku City Circuit müssen die Fahrer jede Runde 5,95 Kilometer zurücklegen und erfolgreich 20 Kurven, 7 rechte und 13 linke meistern. Ganz bestimmt werden wir heute mit dem Safety Car rechnen müssen, denn neben den üblichen Unfällen, die ohnehin bei dieser engen Strecke auf dem Programm stehen, ist es ja nass. Und das erhöht die Chance, dass wir Bernd Mailänder im Einsatz sehen, auf fast 100%. Ja, dafür ist doch da der Bernd. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Rodriguez startet aus der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Perez, Sebastian Vettel und Verstappen. Stroll, Albon, Leclerc und Carlos Sainz, Ricciardo, Norris, Esteban Ocon und Magnussen. Giotto, Kvyat, Romain Grosjean und Pierre Gasly. Raikkonen, Russell, Giovinazzi und Nicola Latifi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Auf geht's. Dann schauen wir mal. 13 Runden Intermediates. Ja, gegen Ende soll es trockener werden. Aber die Frage ist, wann? Also, wenn wir jetzt sagen, wir machen hier einen Stint dazu. So, Trockenreifen sind gar nicht verfügbar. Ha? Dann, ja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, da durchzufahren ohne Stops, aber wir probieren das Ganze einfach mal. Dann sieht man ja, was passiert. Und wir starten das Rennen. Ach, ich habe wieder keine. Beim Übungsstart konnten wir keine Probleme feststellen. Halte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Ich habe wieder keine neuen Teile eingebaut, ich Depp. Und jetzt haben wir da diesen alten Motor, Verbrennungsmotor auf 91% Verschleiß. Oh oh. Muss auf jeden Fall dran denken. Vor dem nächsten Rennen, wenn der Motor irgendwie dieses Rennen hier überleben sollte, einen neuen Motor einzubauen. Ich meine, das ist ja jetzt das 8. Rennen und wir haben jetzt den gleichen Motor 8 Rennen drin, dann im Auto. Wir haben nur ein frisches Getriebe, aber das ist klar, dass es nicht funktionieren kann, wenn hier alles schon kaputt ist. Oh je. Ich hoffe, wir kriegen das Rennen wenigstens fertig gefahren. 13 bange Runden muss der Motor irgendwie noch halten. Ich habe keine Ahnung, ob er das tun wird. Ich hoffe es einfach nur. Das ist echt blöd, hier auszufallen. Jetzt haben wir uns hier so eine gute Position erarbeitet. Wenn jetzt der Motor kaputt geht, das wäre einfach ärgerlich. Wolkenlosen Himmel, noch ungefähr 10 Minuten Regen. Aha. Und dann? Dann machen ja irgendwann Trockenreifen doch wieder Sinn. Gut, das werden wir dann sehen, wie sich das Ganze hier verhalten wird.
habe eher Sorgen wegen meinem Motor. Der Rest ist relativ offen. Das Ziel ist jetzt erstmal ins Ziel zu kommen, dass der Motor durchhält, dieses Rennen noch. Und dann gibt es im nächsten Rennen 9. So, dann lassen wir uns mal auf unsere Startposition kutschieren. Und Hamilton ist schon ein bisschen voreilig. Oh. Ich hoffe mal, der Motor hält. Auf jeden Fall ist hier relativ nass. Behalte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Und dann müssen wir erstmal gucken, dass wir vorne nach links reinkommen, dann die Tür zumachen. Oder mit vernünftiger Speed außenrum in die Kurve gehen, dass wir auf jeden Fall vorne bleiben in der ersten Kurve. Ah, da kommen wir gut weg. Und gehen als erster hier in die erste Kurve. Und tschüss. Ich hoffe nur, der Motor macht mit, echt. Vor allem, es ist ja nicht so, dass das jetzt der letzte Motor wäre und ich mit dem fahren müsste. Es ist der erste, ich könnte ganz locker einen frischen eingebaut haben. Ich habe es nur nicht gemacht, ich Experte. Auf jeden Fall ist hier ziemlich rutschig. Hier rutscht es ganz gewaltig. Aber zumindest im Moment können wir uns noch ein bisschen Platz verschaffen nach hinten. Das ist gut. DRS wird es eh nicht geben bei so einem Regenwetter. Alles klar, soweit so gut. Jetzt muss nur der Motor halten. Alles andere kriege ich schon gebacken. Hier vorne. Und der Flügel muss halten. Och Mann. Das ist wirklich mega rutschig hier. Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Ja, und jetzt kommen die da hinten natürlich rasant näher, weil die einen gesunden Flügel haben und das Stück da hinten Vollgas fahren können. Das kann ich eben nicht. Deswegen habe ich die jetzt im Nacken kleben. Das ist echt nicht angenehm. Auto hier rutscht, das ist nicht normal. Wir haben einen kritischen Abnutzungsgrad am Motor erreicht. Lass uns versuchen, die Drehzahl niedrig zu halten. Frühes Hochschalten, spätes Runterschalten. Ja, klar, du bist ja lustig. Ich probiere mich hier gegen die beiden Mercedes zu wehren. Was eh spätestens beim nächsten Mal Start-Zielgerade dann ein Ende findet, weil die einfach viel schneller sind. Abgenutzter Motor, angeknackster Frontflügel, rutschendes Auto bis zum Abwinken. Also ich weiß ja nicht, wie ich das hier irgendwie managen soll. Und es müsste ja gar nicht sein. Ich könnte ja einen frischen Motor haben. Das regt mich gerade so auf, dass ich da nicht den Motor gewechselt habe. Nur am Rutschen. Unglaublich. Das könnte jetzt ruhig mal ein bisschen trockener werden. Ja, klar. Wir glauben,
dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Da müssen wir auf jeden Fall die Strategie ändern. Okay, geht in Ordnung. Neue Intermediates holen und eine neue Nase, weil ansonsten sehen wir in dem Rennen hier keinen Stich. Es gibt gar keinen. Klar wird uns das zurückwerfen. Aber dann können wir immerhin das Rennen fertig fahren. So, hier rein in die Box. Das kostet jetzt natürlich Plätze. Vermutlich alle. Von Platz 2 auf Platz 22, das ist natürlich besonders bitter. Die Frage ist, können wir das irgendwie wieder reinholen, die Zeit, oder wird es jetzt ganz bitter? Fahr raus, fahr jetzt raus! Schauen wir mal. Das war unser letzter Boxenstopp, keine Boxenstopps mehr geplant. 11 Runden haben wir Zeit, so weit wie möglich wieder nach vorne zu fahren. Motor ist in Anführungszeichen erst bei 92%. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass es für das Rennen noch reicht mit dem Motor. Die Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Ja, aber erst dann, wenn ich zum Überholen komme. Hier hinten bringt die mir ja jetzt nicht so viel. So, jetzt fahren wir dem ganzen Feld hinterher. Die Hoffnung ist, dass es... Boah, Alter. Also wirklich, ich stehe so früh auf der Bremse und das Auto rutscht und rutscht und rutscht und rutscht. Das ist nicht normal. Wirklich. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Okay, wir haben die Limits am MGUH erreicht. Der Antrieb wird ab jetzt eher zum Überhitzen neigen. Vermutlich einfach, weil der Motor komplett abgenutzt ist. Wahrscheinlich liegt es daran. Ich stehe hier auf der Bremse und stehe und stehe und stehe und rutsch trotzdem da rein. Also ist, da nehme ich jetzt eine Rückblende. Ganz ehrlich, das kann es ja nicht sein. Jetzt haben wir noch eine Rückblende übrig für dieses Rennwochenende. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass ich hier volle Kanne auf der Bremse stehe und brems und brems und brems und brems und brems und dann trotzdem da reinrutsch. Also da muss man einfach unglaublich lange auf der Bremse stehen bleiben, dass man da nicht in die Wand rutscht. Schnellste Runde von Hamilton, 2 Minuten 3. Aber jetzt haben wir immerhin wieder einen vernünftigen Frontflügel. Dann schauen wir mal, was sich hier noch so ergibt in dem Rennen. Ich befürchte nicht mehr so viel. Zum Teamkollegen liegt bei 13,1 Sekunden. Ja, bitte. Normalerweise sind wir so 30 Sekunden davor. Jetzt sind wir 13 Sekunden dahinter, aber gut. Was will man machen? Und die können alle rein theoretisch durchfahren und müssen nicht stoppen. Deswegen tut der Stopp ja so weh, wenn die eh hätten stoppen müssen und ich einfach nur früher reinkomme und die jetzt alle eh regulär nochmal stoppen würden. Dann wäre das ja nicht so schlimm. Aber wenn die alle durchfahren, dann tut der Stopp halt besonders weh. Vor allem mit 8,5 Sekunden Standzeit, weil ja noch eine neue Nase dran kam ans Auto. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,4 Sekunden. Aber wir fahren absolute Bestzeit in Sektor 1. Das heißt, wir sind noch einigermaßen konkurrenzfähig. Auch im Vergleich zu Hamilton an der Spitze. Problem wird nur eher, die ganzen Fahrer, die vor uns sind, zu überholen. Das wird ein ziemliches Problem. Ansonsten holen wir gut auf die vor uns. Aber das ganz nach vorne ist natürlich ein richtig weiter Weg. Wegen der Abnutzung ein wenig schlechter funktioniert. Vermeide die magere Mischung, um das Gewicht zu reduzieren. So, hier extra lang auf die Bremse stehen, dass ich da nicht in die Wand rutsche.
ist das halt eine Stelle, die man ganz anders fahren muss, wenn es regnet, wie wenn es trocken ist. So, hier kann man jetzt auch mit Vollgas durchfahren, wenn man eine intakte Nase hat. Persönliche Bestzeit in Sektor 2. Okay, wir machen gerade einen Leistungsverlust am Turbolader aus. Leistungsverlust am Turbo. Ja, das ist nicht so schlimm. So, persönliche Bestzeit in Sektor 3 und beste, schnellste Rundenzeit. Und nur noch 2,5 Sekunden weg von Latifi. Das ist schon mal ganz gut. Holen auf jeden Fall auf. Die Frage ist nur, wie weit kommen wir noch vor in diesem Rennen? Gibt es noch einen Punkt auf Platz 10 oder nicht? Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer, wieder so weit vorzukommen, wenn die anderen nicht noch in die Box gehen. Sieht so aus, als würden wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. In Kürze ist es wieder trocken. Ja, und dann kommen alle Trockenreifen holen und ich natürlich auch. Und dann bin ich vielleicht nochmal ein bisschen schneller. Und da nehme ich jetzt meine dritte Rückblende, dann habe ich keine mehr für dieses Wochenende. Für dieses Rennen, aber das ist mir egal. Ich will einfach nicht mehr die Nase kaputt fahren. Weil dann kann ich sämtliche Chancen, irgendwo noch vorbeizukommen, nach vorne zu kommen, komplett knicken. Dafür muss das Auto intakt bleiben. Und so wie die Kamera hier aussieht, so nass, glaube ich irgendwie nicht, dass es bald trocken wird. Ja, wie soll ich denn da jetzt vorbeikommen? Ich meine, das ist halt das Problem an den Stadtkursen. Da kann ich jetzt auch nicht mal während der Runde überholen und zwei, drei während der Runde überholen und dann auf Start und Ziel nochmal ein. Sondern da kann ich halt nur auf Start und Ziel überholen und auch nur, wenn ich nah genug dran bin. In der Kurve vor Start und Ziel. Das macht es echt, echt schwierig. Ich glaube nicht, dass die Ideallinie trocken genug ist, um an Slicks zu denken. Lass uns noch eine Weile auf den Intermediates fahren. Tja, so wie es hier aussieht, definitiv keine Slicks. So, jetzt ist die Frage mit der Überholen-Taste auf volle Möhre. Können wir Latifi uns schnappen? Können wir? Der Motor sieht nicht gut aus. Halte die Motortemperatur im Optimalbereich, sonst riskierst du einen Totalausfall. Ja. Ich will keinen Totalausfall riskieren. Aber irgendwie muss ich ja probieren, nach vorne zu fahren. Russell ist der Nächste auf der Liste, der nächste Williams. Den es zu überholen gilt. Ja, toll. Ich weiß, ich habe eigentlich keine Rückblende mehr, aber ich nehme die mir jetzt. Dass wir hier zumindest im Rennen bleiben. Ich muss einfach geduldig hinterherfahren. Auch wenn das so bitter ist, weil wir auf der Pole Position gestartet sind. Und ich jetzt hier auf Platz 21 durch die Gegend fahre. Das ist natürlich echt, echt bitter. So, da sind wir ein bisschen innen über die Curbs geholpert. Aber es hat gereicht. Um da vorbeizukommen, das ist das Einzige, was zählt. Und jetzt die nächsten auf der Liste sind die beiden Alfa Romeos.
Giovinazzi und Raikönnen. Dann schnappen wir uns die mal. Jetzt sieht es auf jeden Fall ziemlich trocken hier aus. Da könnte man jetzt mal drüber nachdenken, ob man hier auf Trockenreifen geht. Hier rutscht es immer noch, aber... Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Kann ich irgendwo einstellen, was für Reifen ich krieg? Weil sonst macht es keinen Sinn, in die Box zu gehen. Bestätige Mediums beim nächsten Boxenstopp. Ich probiere das einfach mal. Frage, ob das funktioniert, aber ich probiere es einfach mal. Man muss ja irgendwas, wenn man so weit hinten ist, muss man irgendwas ja probieren, anders zu machen als die Konkurrenz, dass man hier eine Chance hat. Und ich bin einfach nur am Rutschen, habe überhaupt keinen Grip. Und durch den kaputten Motor bin ich auch echt langsam. Aber vielleicht kann man da mit Reifen irgendwas machen. Ich weiß es nicht, wir werden es probieren. DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Ist die Frage, wie viele diese Runde schon in die Box gehen? Alle. Ja, gut. Da bringt dann meine tolle Strategie mit dem früh in die Box gehen auch nicht so viel, wenn jetzt alle reinkommen. Tja. Gehen alle auf Rot raus? Können die 6 Runden auf Rot fahren? Ja, wahrscheinlich schon. Losfahren! Tja. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Ach, die haben mir schon wieder eine neue Nase verpasst. Kann es sein? Ja, toll. Dann sind wir jetzt wieder zurückgefallen auf den allerletzten Platz. Und dann auch noch die gelben Reifen, während alle anderen auf Rot fahren. Oh ja. Irgendwie habe ich es so mit den Stadtkursen hier im Let's Play, also Monaco und Baku, da geht gar nichts. Alter Falter, wenn ich mir das hier angucke, bin ich hier überhaupt kein... Ich stehe volle Kanne auf der Bremse, volle Kanne. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Und schule den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass ich immerhin vernünftig fertig fahren kann. Wirklich. Ich stehe einfach nur auf der Bremse. Ich stehe und stehe und stehe auf der Bremse. Und das Auto rutscht und bremst überhaupt nicht, wie es unter Normalbedingungen tut. Das alles nur, weil ich keinen neuen Motor eingebaut habe. Wir könnten jetzt theoretisch vorne mitfahren und vielleicht sogar das Rennen hier gewinnen. Und stattdessen fahre ich hier auf dem letzten Platz rum mit den falschen Reifen und kaputten Motor. Unglaublich. Luca kommt an die Box. Luca an der Box. So, Latifi ist jetzt auch in der Box.
paar andere sind nochmal in der Box. Die Teamkollegen von denen, die gerade nicht gestoppt haben. Und immerhin Latifi haben wir wieder zurück überholt, aber ich meine, ist jetzt nur ein schwacher Trost, nicht mehr Letzter zu sein. Schon ganz schön blöd von mir, echt. Das ganze Rennwochenende verkorkst, nur weil ich vergessen habe, einen neuen Motor einzubauen. Das regt mich gerade echt auf. Der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen hinter dir. Sektor 1 fahre ich Bestzeit. Das ist unglaublich. Ich fahre Bestzeit und es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Ich bin so weit hinten. Das ist echt unglaublich. Mit der schnellsten Runde. Der hat auch freie Fahrt und einen gesunden Motor da vorne. Perez schnellste Runde. Vettel schnellste Runde. Jetzt hagelt es nur so schnellste Runden. Geht's meinem Motor so? 94%. Vier Runden muss er noch halten. 4 mal 6 Kilometer. 24 Kilometer muss er noch überleben, der Motor. Dann kriegt er den Gnadenschuss. Dann kommt er zum Alteisen. Und dann gibt es endlich mal einen neuen. Das wird zu überfällig. Der Bestzeit in Sektor 1. Unglaublich. Verliere ich in den anderen Sektoren so viel Zeit? Ich meine, selbst wenn ich jetzt hier noch irgendwie die schnellste Runde hinbekomme, was ich nicht glaube, aber selbst wenn, was bringt es mir, wenn ich nicht in der Top 10 bin, kriege ich ja den Bonuspunkt für die schnellste Runde nicht mal. Also ganz bitter. Jetzt kann man hier wieder nämlich die Kurve wieder normal fahren. Nicht so wie im Regen. Es ist einfach nur rutscht. Bald sind wir dran am Herr Russell. Jetzt hier auf der Geraden verlieren wir natürlich, weil unser Motor nicht mehr die Leistung bringt. Da ist einfach alles zu spät. Sektor Bestzeit in Sektor 1 und Sektor 2, persönliche Bestzeit in Sektor 3. Und die Zeit, die wir eben wegen unserem Motor auf der Geraden verlieren, die kostet uns dann die schnellste Runde. Wenn der Motor da voll durchziehen könnte, dann wäre das gerade eben die schnellste Rennrunde gewesen mit Bestzeit in allen drei Sektoren, schätze ich. Aber gut, wir können es nicht ändern. Die Frage ist dann eher, wie sollen wir Russell überholen, selbst wenn wir rankommen auf der Geraden mit dem Motor, wenn wir da so viel Zeit verlieren. Puh, das wird sparsames Hinterherfahren auf Platz 21 und irgendwie das Ganze dann vergessen und nach Möglichkeit in nächsten Rennen die Schmach der beiden Stadtrennen von Monaco und Baku ganz schnell vergessen. Ganz, ganz schnell.
Auf jeden Fall können wir jetzt immerhin in Würde mit einem einigermaßen gesunden Auto, das auch einigermaßen schnell ist, zumindest in Kurven und so schnell genug für einen Williams, hier das Rennen zurück zu Ende fahren und nicht mit einem kaputten Auto ohne Frontflügel irgendwo 30 Sekunden hinter dem letzten rumeiern. Immerhin muss die Ansprüche ja ganz, ganz niedrig stecken, wenn man mit einem kaputten Motor statt einem gesunden in so ein Rennen geht, die Pole Position komplett verliert, 20 Plätze nach hinten rutscht, die falschen Reifen wählt beim Boxenstopp, also da gibt's dann leider echt nicht mehr viel Gutes, was man sagen kann. Da muss man einfach sich an den ganz, ganz wenigen, was man noch hat, hochziehen. Okay, Abstand zum Teamkollegen, 8,1 Sekunden. Zwei Runden noch, zwei gefühlt ewig lange Runden, weil das ist einfach traurig hier. Immerhin kann man jetzt wieder vernünftig Auto fahren, weil nichts mehr rutscht und die Strecke trocken ist und die Reifen dazu passen. Immerhin. Ich fahre jedes Mal Sektor Bestzeit in Sektor 1. Das ist unglaublich. Ich krieg's einfach nicht über die Runden, die schnellste Runde zu fahren wegen meinem Motor. Das ist echt zu bitter, das regt mich so auf. Auch da ist einfach die Strecke zu kurz, um da überholen zu können. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, muss ja auch nur noch für gut eine Runde reichen. So, hier verlieren wir jetzt wieder ziemlich viel Zeit, leider. Einfach da nicht rankommen nach vorne. Und dann geht's in die letzte Runde. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, zum Glück. Irgendwer muss das Elend hier ja auch mal ein Ende haben, wirklich. Ja, das ist knapp und wenn der Motor ein bisschen mehr Leistung bringen würde, dann wäre ich da wahrscheinlich vorbeigekommen. Aber das tut er eben nicht, weil er quasi in den allerletzten Zügen ist. Der hält noch maximal 5 Runden, dann ist er durch. Zum Glück müssen wir nur noch die eine hier fertig fahren. Und dann werde ich im Let's Play jetzt kurz nach dem Rennen noch gleich einen neuen Motor verbauen, dass ich das auf keinen Fall vergesse. Macht zwar die WM spannend, aber so spannend müsste es eigentlich nicht sein. Ich wäre gern vorne mitgefahren um den Sieg. Das habe ich mir selber verbaut. Das muss ich jetzt einfach abhaken und dann Bottas gewinnt. Einfach damit leben. So, mal schauen, wir sind nah dran an Russell. Nehmen jetzt die Batterie, kriegen jetzt gleich noch DRS, aber es wird nicht reichen, den zu überholen, bevor die Start- und Ziellinie kommt. Nein. Fast war immer noch auf Platz 20 gekommen. Aber dann kam die Start-Zielgerade zu früh. Da kam ich nicht mehr dran vorbei. Fahrer des Tages da quert. Das war der Sieg in Aserbaidschan. Großartige Arbeit vom gesamten Team hier und natürlich auch zu Hause in der Fabrik. Und last but not least, eine perfekte Fahrerleistung.
Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Bottas gewinnt vor Hamilton und Perez. Schauen wir uns das Ganze mal an. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Ohne Frage Valtteri Bottas. Er hat eine souveräne Leistung gezeigt, dass das Publikum für den Großteil des Rennens gefesselt hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja, das hat uns natürlich in der Konstrukteursrangliste zurückgeworfen. Aber da wird man wieder aufholen auf Platz 2. Hier sind wir immer noch Erster, jetzt punktgleich mit Bottas. Hamilton 10 Punkte dahinter. Sehr, sehr spannend. Damit haben wir das Rennen von Baku erledigt, wenn auch nicht gut. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei Ihnen sah das leicht aus. Was? Was genau? Wie hat das Wetter die heutigen Ergebnisse beeinflusst? Also ich habe sicher nicht die beste Leistung abgeliefert. Ihr Kollege war heute schneller. War heute einfach nicht Ihr Tag? Ja. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Danke für den Kommentar. Sodela. Dann noch ein Interview und dann, ja gut, Bottas liegt jetzt vorne in der Rivalität. Das konnte ich leider nicht verhindern. Unser Team hüpft auf Anerkennungsstufe 9. Sehr schön. Und dann bauen wir noch kurz neue Motorenkomponenten ein, dass ich das auf keinen Fall vergesse fürs nächste Rennen. So. Fahrzeug. Neuer Verbrennungsmotor. Neue MGUK, neue MGUH, Energiespeicher, jetzt auch mal neun. Neuen Turbolader, Steuerelektronik. Ist erst bei 40%. Die lassen wir drin. Das sieht soweit wieder gut aus. Getriebe passt auch. Gut, F&E-Baum, da haben wir nicht so viele Punkte. Das sind gerade schon Entwicklungen am Laufen. Können wir hier irgendwas ändern? Herstellung, erhöht die Anzahl, Geschwindigkeit der Verbesserungen. Bauzeit aller Verbesserungen um 20% reduziert. Fehlschlagrate von Upgrades wird um 10% reduziert, das sollten wir mal machen. Okay, da haben wir das schon gemacht. Tempowert des zweiten Fahrers. Das können wir auch mal machen. Marketing, gut, jetzt haben wir nicht mehr genug Geld, aber jetzt haben wir auch in den Abteilungen mal endlich mal wieder was weiterentwickelt. Hier können wir machen wir mal Reaktionstraining. Und dann war es das von diesem Rennwochenende. Und
Genau, jetzt geht's zum nächsten Rennwochenende. Im nächsten Video sehen wir uns dann beim Qualifying in Kanada im Circuit Gilles Villeneuve. Bis dahin, eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, Leute.